Ausnahmsweise spielen wir im heutigen Video mal kein Five Nights at Freddy's. Ha, was meinst du? Oh, es steht im Titel, was wir im Video machen? Oh verdammt, hoffentlich denken die Leute jetzt nicht, dass ich dumm bin. Oh nein! Hey Freunde, damit herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfer und herzlich willkommen zu einem Granny-Video. Wir haben ja jetzt lange, lange kein Video mehr zu diesem Spiel gemacht. Der Grund war einfach, es gab nichts Neues. Jetzt gab es aber endlich ein lang ersehntes, ziemlich großes Update. Und mit diesem Update können wir jetzt viele neue Sachen machen. Zum Beispiel können wir viele neue Sachen in dem Haus entdecken. Granny hat ein neues Auto. Woher sie das Geld hat? Keine Ahnung. Außerdem hat Granny ein neues Haustier. Mal sehen, was für Viecher die sich neben der Spinne noch in die Bude geholt hat. Außerdem gibt es jetzt neue Wege, sich gegen Granny zu verteidigen. Und es wurden ein paar Bugs repariert. Und das ist das Update 1.7. Und wir werden uns das im heutigen Video mal genau anschauen. Wenn ihr jetzt mit diesem neuen Update natürlich ein paar mehr Videos zu Granny sehen wollt, Freunde, zeigt sie wie immer mit einem Daumen nach oben. Ich würde mich richtig freuen. Abonniert auch den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Und wir gehen jetzt rein in das 1.7er Update. Und ich bin echt gespannt, was die noch an das Haus drangetackert haben. Also ich meine, die Bude war schon ziemlich voll. So Freunde, ich habe das Spiel jetzt erstmal im Practice-Mode gestartet, damit wir uns nicht mit Granny rumärgern müssen. Ich will nämlich mich wirklich erstmal in aller Seelenruhe im Haus umsehen und erstmal schauen, was hier wirklich alles neu ist in dieser Bude. Was mich persönlich bei diesem Update ja am meisten interessiert, ist das angeblich größere Haus, was wir jetzt haben. Ich bin wirklich gespannt, was für neue Räumlichkeiten uns hier jetzt erwarten und was wir hier jetzt alles Neues finden können. Außerdem, was für ein neues Haustier hat Granny? Vielleicht einen süßen kleinen Hund? Ich glaube nicht. Okay, aber schauen wir uns erstmal um. Ne, hier hängt ja jetzt der Zettel, bla bla, I'll be back soon, weil wir im Practice-Mode sind. Granny ist da natürlich nicht da und lässt uns erstmal in Ruhe. So, wir gucken jetzt mal, hier war schon mal der Weapon-Key. Wir schauen jetzt erstmal, weil wie gesagt, da steht ja auch neue Wege, sich gegen Granny zu verteidigen. Also gibt es ja vielleicht irgendeine neue Waffe oder sowas. Deswegen einfach mal alle Schränke aufruppen und mal gucken, ob wir das Ding hier vielleicht irgendwo finden können. Aber warte mal, hier ist alles leer, ne? Warte mal, wir machen die erstmal alle wieder zu. So, zack, zack. Und hier drin ist jetzt ja einfach nur, das ist die Wrench. Okay, brauchen wir auch nicht. Beziehungsweise brauchen wir schon, aber ist jetzt nicht so spannend. Ich weiß auch gar nicht genau, was jetzt diese neue Art, sich zu verteidigen ist. Das steht in den Update-Notes nicht drin. Ich habe mich jetzt auch selber mal gar nicht so sehr gespoilert und habe mir das nicht genauer angeguckt. Padlock-Code. Padlock-Code? Für welches Padlock? Warte, ist das für hier? Ah! Für das Padlock. Ah, okay. Okay, ja gut. Warte mal, auf welcher Taste tue ich nochmal Sachen fallen lassen? Ah, so, okay. Gucken wir nochmal hier ins Bade rein. Bis jetzt habe ich noch keine neuen Räume gesehen übrigens. Bis jetzt sieht das Ganze noch genauso aus wie vorher vom Layout hier. Hallo, ist hier drin was Neues? Nee, das Zahnrad. Hallo? Nee, da auch nicht, Bruder. Okay, hier drüben in dem Raum, hier ist ja die Geheimtür hinter. Ich weiß nicht, vielleicht verbergen sich dahinter ja neue Räume. Okay, das ist für die Shotgun. Das ist auch nichts Neues. Erstaunlich wenige neue Sachen hier. Sehr verdächtig. Vielleicht gab es in Wirklichkeit gar kein Update. Okay, was hier drin? In den Schubladen auch nichts. Okay, Khaki brauchen wir auch nicht. Obwohl, es gibt ja ein neues Auto. Ah. Falls ihr euch übrigens wundert, warum ich manchmal da drüben hingucke, da habe ich mir halt in der Liste aufgeschrieben, was alles neu ist, damit ich zwischendurch nochmal hingucken kann, damit wir uns auch wirklich in dem Video alles angucken. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier runter in dem Raum hier. Dann haben wir hier einmal unseren Schinkenspeck. Normalerweise liegt ja auch noch was auf dem Tisch, ist aber heute nichts da. Wir gehen mal noch weiter hier runter. Dahinter kann sich nur irgendwas verstecken. Ich weiß jetzt halt nicht, wie viele Gegenstände wirklich neu dazugekommen sind. Aber wie gesagt, ich habe mich selber ausnahmsweise mal nicht gespoilert. Sonst mache ich das ja immer. Diesmal habe ich es nicht gemacht. Wäre vielleicht schlauer gewesen, damit ich euch genau zeigen könnte, was Neues. Aber egal. Wir erkunden das jetzt einfach gemeinsam. So, hier unten drin scheint auch nichts zu sein. In dem Schrank können wir uns nur verstecken. Oh! Ah, lol! Das ist das neue Auto? Ich dachte, wir haben jetzt quasi zwei Autos. Also, dass ein komplett neues Auto dazugekommen ist an der anderen Stelle im Spiel. Aber, die haben einfach nur das Modell vom alten Auto geändert. Okay, das macht natürlich Sinn. Ich dachte, die haben jetzt irgendwie noch eine Garage dazu gebaut oder so. Aber die haben einfach nur das Modell vom alten Auto geändert. Wenn ihr euch zurückerinnert, das alte Auto sah... Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das aussah. Auf jeden Fall nicht so. Es hatte auch eine andere Farbe. Warte mal, wir machen die mal auf. Mach mal kurz auf hier. Können ja hier ins Handschuhfach reingucken. Ist nichts drin, alles klar. Na, das hat sich gelohnt. Die Sauna ist auch noch genauso wie vorher. Aber dann haben wir hier schon mal quasi den ersten Teil des Updates gefunden. Das Auto sieht auf jeden Fall ein wenig anders aus, ne? Es ist jetzt nicht unbedingt fahrtauglicher als das alte Auto. Aber es sieht ein bisschen, naja, ansprechender aus. Aber nur ein bisschen. Okay, ansonsten ist hier unten nichts. Hier haben wir natürlich das Garagentor. Das können wir ja jetzt noch nicht öffnen. Wir bräuchten dafür noch den Schlüssel. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach oben und gehen jetzt einfach mal... Moment, hier drüben können wir ja raus. Ne, warte. Hier muss ich... Moment.
Nee, hier muss ich raus, genau. Und dann kommen wir ja in den Außenbereich. Und dann können wir mal schauen, ob es da vielleicht irgendwas Neues gibt. Was ist das hier? Das ist unsere normale Notiz, ja, die kennen wir ja. Was ist das hier? Eine Fernbedienung? Ist die in diesem Update neu dazugekommen? Ah, nee, diese Fernbedienung ist scheinbar schon in einem älteren Update dazugekommen. Okay, dann lassen wir die auch liegen, dann brauchen wir die nicht. Wir gehen jetzt mal weiter nach außen. So, mach mal weg hier das Brett. Sehr gut. Okay, wir kommen raus. Was haben wir hier noch Neues? Was ist das denn hier? Vogelsamen? Vogelfutter? Warum steht hier Vogelfutter? Können wir vielleicht Granny mit Vogelfutter bestreuen? Und dann wird sie von Vögeln angegriffen? Ja, ich glaube nicht, das macht keinen Sinn. Okay, wir gehen mal hier raus. Hier können wir jetzt noch die Seilwinde hochziehen. Wir haben aber die Kurbel nicht. Ja, das hier können wir einfach auslösen. Ist ja scheißegal. Granny ist ja eh nicht zu Hause. Okay, hier könnten wir noch rein. Dafür brauchen wir natürlich noch hier den Padlock-Schlüssel. Ansonsten, warte mal, war das schon immer hier? Moment. Nee, das ist definitiv neu. Das ist irgendwie wie so eine Fallgrube, oder? Okay, warte, ich geh mal rein. Okay, wie soll ich hier wieder rauskommen? Verdammt, das habe ich nicht gut durchdacht. Gucken wir erstmal hier unten rum. Vielleicht gibt es hier jetzt noch irgendwelche Ausgänge. Das sind dann jetzt scheinbar die neuen Räume, die zum Haus neu dazugekommen sind oder so. Okay, da muss es jetzt hier irgendwo eine Art Ausgang geben. Ich meine, der Raum hier ist komplett leer. Hier liegt auch nichts. Oh lol, hier kann ich reingucken? Oh! Oh, okay, Freunde, ich weiß, wie wir da reinkommen. Ich brauche wahrscheinlich die Armbrust. Dann muss ich mit der Armbrust auf dieses Ziel da schießen. Und dann können wir wahrscheinlich in den Raum rein. Okay, das heißt... Ja, warte mal, dann ist der Raum jetzt ja zu. Ja, warte mal. Die Tür ist zu? Warte mal, dann müssen wir... Hä? Dann muss ich ja zum Loch raus. Warte mal. Wehe, ich kann da jetzt nicht rausklettern. Moment. Bruder! Hey, lass mich raus! Okay, Freunde, keine Ahnung. Es muss hier unten ja dann noch einen anderen Ausweg geben, hä? Wir sind durch die Grube rein. Da ist nur eine Tür, die ist verschlossen. Und da kommen wir nur mit der Armbrust dran. Das macht ja keinen Sinn. Hä? Hä, wenn du jetzt hier ohne Armbrust reingehst, bist du hier gefangen oder was? Oder wie oder was? Ah, lol! Ah, hier ist eine Treppe! Okay. Boah, hab ich gar nicht gesehen. Ich bin ja komplett blind. Alright, alright. Okay. Warte, wir machen mal hier auf. Sie ist hier so drinne. Okay, wow! Alter, hier ist ja ein komplett... Ist das hier? Eine leere Schüssel. Ich dachte, es geht um das Fass. Okay, hier sind ja nochmal komplett neue Räume hingekommen. Mit richtig tollen Bildern an den Wänden. Okay, wir gehen mal hier rein. Was ist hier drin? Ah, ein Zahnrad. Okay, hier können jetzt auch Gegenstände spawnen. Alter, das heißt, wir müssen ja noch mehr Sachen erkunden, um alles zu finden, was wir brauchen. Alter, das hat sonst immer schon ewig und 3 Tage gedauert. Jetzt dauert das ja noch länger. Oh, und das hier ist scheinbar das neue Haustier, von dem gesprochen wurde, Freunde. Das hier ist ein Vogel. Deswegen auch Vogelfutter. Oh, und deswegen die leere Schüssel. Okay, wir machen wahrscheinlich Vogelfutter in die leere Schüssel. Und dann kommt der Vogel aus dem Käfig und geht hierhin fressen oder so. Das heißt, ich schätze mal, wenn wir jetzt hier aufmachen... ganz lieber Vogel, du bist ja ganz netter, ne? Wenn wir jetzt hier die Zange anfassen... Wird er uns natürlich angreifen. Er gönnt überhaupt nicht. Okay, alles klar. Das heißt, wir brauchen natürlich Vogelfutter, um ihn hier wegzulocken. So ähnlich, wie wir die Spinne mit Fleisch weglocken müssen. Macht natürlich Sinn. Okay, aber jetzt wissen wir immer noch nicht, wie wir hier wieder rauskommen. Wir haben jetzt hier noch ein paar neue Räume. Wir haben hier den Vogel. Hier ist sogar ein schöner, kleiner Kamin. Richtig toll. Aber, ja, hier komme ich ja nicht durch. Dafür brauche ich einen Hammer, den wir noch nicht haben. Was? Oh! Oh, guck mal, wo wir sind. Alter, wir kommen hier raus? Was ist das denn? Hinter dem Schinken ist hier also eine Tür, durch die man durch kann. Okay, das heißt, Granny kann... Oh, der Schinken ist runtergefallen. Das heißt, Granny kann diesen Bereich auch betreten. Ich habe jetzt gerade schon die ganze Zeit gedacht, wir sind ja dann eigentlich safe, wenn wir uns hier umsehen, weil Granny ja nicht durch dieses Loch hinter uns her springt. So, wäre ja doof, wenn sie das macht. Die arme alte Frau, die bricht sich noch die Beine, wenn sie durch das Loch springt. Aber so kann sie uns natürlich folgen, indem sie einfach hier oben durch die Tür geht. Und wir können natürlich von hier oben direkt den neuen Bereich betreten, Freunde. Ich würde dann jetzt erstmal vorschlagen, das mit dem Vogel haben wir jetzt gesehen, wir haben das neue Haus gesehen. Ich besorge jetzt einfach mal den Hammer, damit wir die anderen neuen Räume hier auch noch erkunden können. Außerdem wissen wir immer noch nicht, auf welche Art und Weise wir uns jetzt noch gegen Granny verteidigen können. Okay, hier ist jetzt noch der Special Key, Freunde. Damit können wir dann auch den oberen Bereich noch betreten. Da gehen wir jetzt auch einfach mal hin, weil wir werden jetzt wirklich erstmal schauen, dass wir einen Hammer kriegen. Hier oben ist der Hammer auch nicht, da kann der auch manchmal auftauchen. Dann gehen wir jetzt aber erstmal nach oben. Ich will nämlich wirklich jetzt diese ganzen... Haben wir ja auch schon alles gecheckt.
Warte mal. Diese ganzen neuen Bereiche will ich jetzt wirklich alle einmal erkunden. Okay, hier ist auch nichts. Okay, dann gehen wir erstmal nach oben. Mit dem Special Key können wir dann auch nach ganz, ganz oben. Oh, guck mal. Da ist sogar das Benzin fürs Auto. Alles auf einer Ebene, alles klar. Hier können wir jetzt ja auch noch nicht hin ohne Hammer. Das heißt, den Hammer müssen wir gleich auf jeden Fall noch auftreiben. Wir machen mal den Special Key hier rein. Hier geht auf und wir gehen mal nach oben. Okay, was liegt hier so rum? Da drüben ist der Schrank. Lol, die Spinne ist da. Lol, die Spinne sieht ja auch anders aus. In welchem Update ist das denn gekommen? Greift die uns jetzt an, auch wenn wir Practice Mode sind? Ja! Nee! Bruder, mach doch nicht den! Okay, Leute, auch wenn wir im Practice Mode sind, die anderen Sachen im Haus können uns natürlich noch töten. Zum Beispiel die Spinne oder wenn wir durch dieses Loch in der Decke fallen. Obwohl, das bringt einen gar nicht um, ne? Ja, ich weiß gar nicht genau. Jedenfalls, die Sachen können uns trotzdem noch was anhaben. Auch wenn Granny nicht zu Hause ist, sollte man sich nicht unbedingt von ihrer Spinne fressen lassen. Ah, Freunde, okay, die Remote Control ist also für diese Tür hier. Das heißt, wir können uns gleich schon mal direkt die Fernbedienung holen, damit wir in die Tür rein können. Okay, hier drinne war ja auch nichts, okay? Hier drinne war auch nichts. Wo ist denn der verdammte Hammer? Der muss doch irgendwo sein. Kann nicht sein, dass der Hammer so weit weggespawnt ist. Warte mal, wir machen mal hier alles kurz nochmal auf. Weil irgendwo hier war doch der Weapon Key, oder? Moment. Mach hier nochmal auf. Hier drinne ist die Wrench. Okay, die Wrench brauchen wir wirklich nicht. Und hier drinne war der Weapon Key. Okay, mit dem Weapon Key kommen wir ja dann schon mal an die Armbrust dran. Und können ja damit dann schon mal unten in diesem Verlies oder was das ist, den neuen Raum öffnen. So, die Armbrust hätten wir jetzt schon mal. Aber ich will mir auch mal eben schnell den Schraubenzieher holen. So, warte mal. Ich leg mal kurz alles hier hin. Na, komm mal her mit dem Schraubenzieher. Okay, die Armbrust bleibt mal kurz hier liegen. Ich will nämlich gerade noch mal kurz unten da gucken, wo wir mit dem Schraubenzieher da dieses Ding abschrauben können. Nur mal kurz schauen, was dahinter ist. Vielleicht brauchen wir das noch. So, Schraub, Schraub und Schraub, Schraub. Was haben wir dahinter? Playhouse Key. Okay, den können wir auch mitnehmen. Freunde, das Playhouse habe ich jetzt gerade schon mal geöffnet. Dafür brauchen wir sowieso noch die Zahnräder, bevor wir da weitermachen können. Aber ich habe jetzt schon mal mir die Fernbedienung hier besorgt, damit wir... Na komm, geh doch. Warte mal, muss ich auf Use drücken? Ah, okay, okay. Und dann können wir hier jetzt rein. Warte, ich schmeiß die mal weg. Was ist hier jetzt drinne? Alter, ist das... Da steht Pfefferspray drauf. Und wenn ich da drauf drücke, sprühen wir natürlich mit Pfefferspray und wahrscheinlich Granny ins Gesicht und hauen sie damit erstmal volle Kanone K.O. Okay, ist das die neue Art und Weise, sich zu verteidigen? Okay, Freunde, das ist auch nicht die neue Art, sich zu verteidigen. Das ist auch mit einem alten Update schon gekommen. Man muss dazu sagen, ich habe schon eine Weile nicht mehr Granny gespielt. Ich habe ein bisschen was verpasst. Also können wir das ja auch wegschmeißen. Das brauchen wir auch nicht. Aber, Freunde, ich habe jetzt hier die Armbrust und wir gehen jetzt mal hier runter zu diesem neuen Raum. Ich will den jetzt nämlich öffnen. So, warte mal. Wir stellen uns jetzt mal genau hier hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Okay, wir nehmen einfach mal noch einen Pfeil mit. Wir haben auch nur 3 Versuche eigentlich, um das Ding zu öffnen, Freunde. Weil wir haben nur 3 Pfeile. Jetzt stell mal vor, ich verschieße jeden einzelnen Versuch. Dann kommen wir da niemals rein. Okay, Leute, so, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Ich ziele jetzt ein kleines bisschen höher. Shoot. Hä? Wieso? Ich meine, die Pfeile liegen ja da hinten. Die liegen da hinten jetzt irgendwo im Wasser, in diesem Raum drin. Einer liegt da hinten, einer liegt da. Es sind beide komplett vorbeigeflogen. Stellt sich natürlich auch die Frage, ob das überhaupt so richtig ist, wie ich das mache. Aber ich denke schon. Okay, nehmen wir mal den letzten Pfeil mit, Freunde. Das wird dann jetzt natürlich so ein richtiger Robin Hood-Moment. Entweder wir treffen jetzt oder wir kommen eben nicht in den Raum rein. So ist das Leben. So, ich stelle mich jetzt mal so ein bisschen so hin. Ich ziele ein kleines bisschen höher, weil der Pfeil, der fliegt ja quasi so eine kleine Kurve, ne? Obwohl, ich weiß gar nicht, macht der Pfeil das überhaupt in Granny? Moment, ich mach mal kurz einen Probeschuss, Freunde. Wir schießen mal da hinten quasi auf dieses, auf diesen Fleck an der Wand und gucken mal kurz, wie der Pfeil fliegt. Ja, okay, der Pfeil hat auf jeden Fall richtigen Drop drin, ne? Das heißt, wir müssen natürlich ein bisschen höher zielen, als das Ding da ist. Okay, wir haben einen Probeschuss gemacht, Freunde, jetzt oder nie. Wir müssen jetzt treffen. Das ist der letzte Pfeil, den wir noch haben. Okay, ich gehe in Position. Wir haben jetzt gerade gesehen, was für einen Drop das Ganze ungefähr hat. So, warte mal. Ich gehe noch ein bisschen näher ran. Näher noch. Warte mal, muss ein bisschen positionieren. Das Positionieren ist ein bisschen schwierig mit Tastatur bei einem Touch-Gameplay. So, warte mal. Ich muss mindestens, glaube ich, hierhin zielen. Hierhin. Yes! Ja, Freunde! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ein Schuss, ein Treffer oder wie... Alter, was ist denn hier drin passiert? Bruder. Oh, man muss hier rein, Freunde. Okay, man muss... Okay, das ist krass. Das ist krass. Zieht's euch rein, Freunde. Ihr könnt diesen Raum nur betreten, wenn ihr dieses Ding
da trefft, ne? Diese Zielscheibe. Ihr habt nur 3 Schüsse und hier drinnen können Sachen spawnen, die ihr zur Flucht braucht. Hier zum Beispiel die Autobatterie. Holy shit. Hey, aber hier liegt noch irgendwas. Was ist das hier? Eine Freeze Trap. Eine Frostfalle? Hä? Okay, Freunde, ich habe jetzt gerade nachgeguckt und das ist die neue Art, sich gegen Granny zu verteidigen. Das Ding funktioniert scheinbar wie so eine Art Mine. Das heißt, ich packe das Ding jetzt zum Beispiel hier so hin. So. Guck mal, das Ding ist jetzt scharf, dann leuchtet die sogar grün. Lol. Okay, und wenn ich jetzt hier stehen würde und ich würde Granny anlocken, indem ich hier, keine Ahnung, ihrem Vogel aufs Maul haue oder so, dann würde Granny hier angelaufen kommen, läuft in die Falle rein und wird eingefroren für eine Zeit lang. Und wir können dann erstmal machen, was wir wollen. Passiert das auch, wenn ich selber reinlaufe? Oh! Lol, okay, ich kann auch selber in meine eigene Falle laufen. Alles klar, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Okay, ihr seht das, wir sind jetzt eingefroren. Okay, das hält nicht ganz so lange. Aber, na gut, okay, okay. Auf jeden Fall eine richtig coole Art, sich zu verteidigen. So können wir Granny auf jeden Fall, kann man die öfter benutzen. Okay, man kann die Falle wieder aufheben, warte mal. Und kann sie öfter benutzen. Okay, das ist mega, mega cool. Mega nice, mega nützlich. Dann ist ja auch eigentlich das Einzige, was wir jetzt noch rausfinden müssen, Freunde, was sich hinter diesen Brettern hier verbirgt. Dafür brauchen wir einen Hammer. Ah, Freunde, hier ist der Hammer. Er war die ganze Zeit im Auto gewesen. Ich habe so lange gerade nach dem Hammer gesucht, Freunde. Ohne Scheiß. Oh mein Gott, aber wir haben ihn endlich gefunden. Das heißt, wir können jetzt auch das letzte Geheimnis des neuen Updates genau erkunden. Ich hoffe, euch ist das Ganze wirklich einen Daumen nach oben wert, Freunde. Wir gehen jetzt mal da rein und schauen uns das an, was jetzt da noch hinter den Brettern versteckt ist. So, zack, mach mal auf da. So, bumm. Nein! Gib mir den Hammer wieder. So, zack, weg. Okay, warte mal, ich muss die Planken einzeln wegräumen. Das geht sonst nicht. Okay, was kann ich jetzt machen? Kann ich hier rein? Oh, okay, was ist hier? Engine Part. Okay, das ist einfach nur so ein kleiner Bereich hier noch. So eine Art Wandschrank oder sowas, der halt zugenagelt ist. Irgend so eine Abstellkammer oder keine Ahnung. Und hier drinnen sind dann auch Sachen, die man jetzt halt noch zusätzlich finden muss. Mit den letzten Updates sind also einige neue Sachen dazugekommen. Und zusammen mit diesem ganzen, mit diesen ganzen Raumerweiterungen haben wir jetzt echt viele Ecken, wo wir jetzt noch nach Sachen suchen müssen, wenn wir aus Granny's Haus entkommen wollen. Das Ganze ist auf jeden Fall ein richtig, richtig nices Update und ich denke, wir werden viel Spaß damit haben und uns in Zukunft noch ein paar Sachen dazu angucken. Ich hoffe natürlich an dieser Stelle, dass ihr viel Spaß mit dem Video hattet. Wenn es so war, lasst gerne ein Abo da, Freunde. Wir sehen uns natürlich im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Macht's gut und bis dahin.